Und jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der seit 75, 80 Jahren ja, im Großstadtrevier seine Runden zieht. Oder? So lange gibt es die Sendung doch schon. Ja. Und mit seinem Partner Johannes Heesters hat er. Was ich sagen will, ist eine sehr erfolgreiche Sendung, die seit weit über 10 Jahren auf Sender ist. Und er ist die ganze Zeit, glaube ich, schon mit dabei. Begrüßen Sie recht herzlich Jan Fedder, meine Damen und Herren. All the way from the Großstadtrevier. Wie lange ist das jetzt schon? Wie lange gibt es das Großstadtrevier jetzt schon? Seit 18 Jahren und ich bin 14 Jahre dabei. Seit 18 Jahren? Ja, ich, wie lange gibt es dich schon? Mich gibt es seit 37 Jahren, ich bin aber auch erst seit 25 dabei. Ja, ich habe gedacht seit 92, aber seit 92 spielst du mit, nee, oder? Seit 90. Ist egal. Unfassbar, 14 Jahre Großstadtrevier, ja. Und die ganze Zeit Polizeiobermeister geblieben? Ja, leider. Nicht befördert worden? Nee, irgendwie nicht. Woran also jetzt ein bisschen dann doch, aber eigentlich hätte ich ja schon Deutschlands Polizeipräsident Nummer 1 sein müssen mit den ganzen Fällen, die ich da gelöst habe. Aber ja. Dafür bin ich Ehrenkommissar in Hamburg und Ehrenkommissar in Schleswig-Holstein. Das ergibt sich dann. In echt? Ja, ja. Oder, ach wirklich? Ja, ja. Ehrenkommissar? Mhm. Was darf man dann? Ja, du, was du auch darfst dann, falls du meine Verkehrskontrolle kommst. Oder sag ich, so. Ich bin Ehrenkommissar. Ja, dann sag genau. Ich, oh, weiter, ja, ja. Weiter. Fahr weiter. Nee, ernsthaft? Nein, nein, oder? Ja, nein. Man darf da nicht falsch parken, dann kriegt man keine Vergünstigung. Nee, 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 also es ist sozusagen ist ein Schiss wert. Ja, ja. Ehrenkommissar. Ja. Toll. Ja, und du machst auch Musik. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das erst. Wieso? Ich war doch bei dir schon mal eine Stunde mit den Big Balls bei Viva. Tatsächlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Du warst sehr zahm damals. Wann war das? Wann war das? Das muss 6, 7 Jahre her sein. Ja, tatsächlich. Dann haben wir gesagt, Alter, wenn du Scheiße baust, hauen wir dir auf den Kopf. Habt ihr gesagt? Haben wir gesagt. Was hast ich du gesagt? Hast dich nicht dran gehalten. Hab ich nicht dran gehalten. Wie heißt die Band? Darf ich das nochmal fragen? Big Balls and the Great White Idiot. Ah. Big Balls, kann man das ins Deutsche übersetzen? Ja, mach kann man mal, das übersetzen? Was ist das? Dicke Eier. Ja. Und der große weiße Idiot. Wer ist das? Bist du das? Ja, das weiß ich ja nicht. Da war ich ja noch nicht dabei damals. Ach so, was spielst du? Spielst du ein Instrument auch dort? Ich habe Schlagzeug gespielt, aber sehr schlecht. Das heißt, du singst jetzt? Ich singe jetzt, ja, weil das mit dem Schlagzeug nicht gegangen. Ich hoffe. Hol mir dein Ding raus, so. da die andere war nicht da. Das kommt immer gut an, sowas. Ja. Ja. Schon Stimmung im Saal. Ja, hol mal ich dein Ding raus. Ja, und ja, richtig. Genau. So, ich möchte aber erst noch was anderes hören. Ja. Den Titelsong vom Großstadtrevier. Ja. Das ist Truckstop-Song, ne? Ja. Kannst du das singen? Du hast doch diese Säufer, also diese tiefe Stimme. Ja. In der Kritik stand neulich Kettenraucherstimme. Auch nicht schlecht. Rauchst du? Nee. Nee. Hört man doch. Wie kriegt man denn so eine Stimme? Also das kriegt man nicht allein vom Saufen und vom Rauchen. Ist ja normal. Ja, weiß ich auch. Ja, endlich mal einer, der es sagt. Da kannst du, wenn du ganz unten bleibst, kannst du schon den Barry White machen, oder? Entweder den Barry White, aber ich kann immer noch auf den Hamburger Dom gehen, dann auch kannst du den ansagen. Ich hab ja auch gerade wieder, Kirmes heißt das hier, ne? Oder? Kirmes, ja. Kirmes, ja. Ja, wieder zusteigen, wieder dabei sein, das macht Spaß, das macht Freude. Die nächste Fahrt geht rückwärts mit Stefan Raab. Ja, genau. Und jetzt das Großstadtrevier, okay. Hau rein. Weißt du, wie der Text geht? Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Stefan Reis aus, weil der Stefan den Ede nicht mag. Stefan fischt gern im Trüben, doch der Stefan treibt's ihm aus. Nee. So nicht! Ich dachte, das wäre eine niveauvolle Sendung hier. Entschuldige mal, wir sind nicht im Hunsrück. Nee. Entschuldigung. Ja.
Lasse den Dom in Köln, denn da gehört der hin. Ja, ja, das, ja okay. Jetzt bitte, jetzt ja. Blamieren Sie mich nicht, meine Damen und Herren. Was war denn die? Ich weiß ja, dass Sie gut gelaunt sind, meine Damen und Herren. Sind die umliegenden Dörfer heute hier? Ja. Das hast du jetzt davon. Ja, okay. Gut. Aber das war wirklich ärmlich, wie sie dir angefangen haben zu klatschen. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Ja? Sowas von dermaßen inkonsequent. Ja. So, aber lass uns doch mal über deine neue Platte sprechen. Ich wusste gar nicht, dass du auch Platten veröffentlicht. Hast du schon mal eine Platte veröffentlicht? Ja, bei dir doch damals haben wir die. Ach, damals? Die erste. Ach so. Damals, ja, ja. Aus Bock hieß die. Aus Bock. Aus Bock. Und, ja, hat und die zweite heißt jetzt Fetter geht's nicht. Hat die einer gekauft, die erste? Ja, ein paar. Aber das machst du nur zum Spaß oder willst du nicht wirklich Geld mitverdienen? Nein, nicht wirklich. Ja, was heißt, aber ich meine, es geht ja darum, um den. Ich habe das gar nicht eben so mitgekriegt. Der ist ihm einer über den Fuß gefahren, oder was? Was? Wem Dieter Bohl? Ja, dem Klappstuhl aus Tötensee. Ja, genau. Ja. Der Fahrer ist ihm über den Fuß gefahren. Und ich hatte ein Angebot und heute habe ich gelesen, das macht jetzt Wolle aus dem Zwick, der singt dieses Lied Töten. Sind Dieter. So was gibt es? Was für eine Respektlosigkeit. Ich weiß. Oder? Ich möchte dir mal was zeigen. Na gut. Ich weiß nicht, wie das bei der ARD ist. Der Großstadtrevier ist eine Produktion vom NDR. NDR. Ich weiß nicht, ob man beim NDR auch gerne selbstkritisch... Die wollen doch singen. Ja, gleich. Das ist dein Ding draußen. Ja. Siehst du, beim zweiten Mal, der ist schon, ja, dann ist der vorbei. Applaus kommt dann ja, schon. Nee, ist vorbei. Kommt da schon etwas spärlicher. Was wollte ich sagen? Achso, beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel ist man sehr kritikfähig. Gibt es auch solche Shows beim NDR wie beim Bayerischen Rundfunk, wo der Intendant des Bayerischen Rundfunks sich hinsetzt und mit Zuschauern und Hörern des Bayerischen Rundfunks diskutiert? Gibt es sowas beim NDR? Ich war mal öfters Diskussionspunkt da, ja. Aber sonst nicht. Die Sendung heißt nämlich Bayern, also BR unterwegs. Mhm. Und da sitzt dann tatsächlich der Intendant und hört sich die Kritik von Zuschauern und Zuhörern an. Mhm. Ja? Schau dir das mal an, es ist sehr interessant, was die Leute da zu sagen haben. Die beschweren sich ein bisschen über das Programm. So, meine Damen und Herren, wie angekündigt, wir fangen gleich an. Wer macht den Anfang? Meine Frau, ihr schaltet frei um 6 Uhr schon Bayern 1 ein. Und es läuft noch den ganzen Tag, da bin ich halt verpflichtet, da mitzuhören. Und Bayern 1 fällt mir auf, dass viele Berichte sehr oft wiederholt werden. Habe ich gesagt, jetzt rufe ich mal an. Habe ich Bayern 1 angerufen, bin auch gleich durchgekommen. Und wenn man da wer da dran war, ein Preis. Ich habe nichts gegen die Preisen, aber ich bin schon ein wenig erschrocken und dann habe ich losgelegt. Was das für ein Geschmarr ist und um dass das immer wiederholt wird. Das ist schon lange vorbei, das ist alter Käse. Und wenn ich mal Luft geholt habe, dann sagt der versteht mich nicht. Und dann sage ich, dann bring halt einmal einen Dolmetscher. Naja, das hat er nicht gesagt, hat er nicht hergebracht. Dann sagt er, ich soll einmal Hochdeutsch sprechen, ob ich nicht Hochdeutsch kann. Da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Da habe ich noch aufgehängt und habe zu meiner Frau gesagt, sehe ich die an, jetzt fahren wir auf München. Den wollen wir anschauen. Ich glaube, schlimmere Volksunruhen gibt es derzeit nur im Irak. Ja, ja? Mehr oder weniger. Und das schlimm. Hört sich der Intendant tatsächlich an. Pass auf, jetzt geht's noch weiter. Ja? Und zwar, außer den Wiederholungen beim Bayerischen Rundfunk gibt es noch ein Problem, und zwar das Musikprogramm. Und da beschwert sich eine Zuschauerin, die ist ganz erbost. Schauen Sie mal her. Eine Kritik haben wir gehört, es war jetzt Lob und ich möchte jetzt auch eine Kritik sagen. Also es geht mir darum, dass der Bayerische Rundfunk, ich habe nichts gegen die Moderatoren, die sind wunderbar und auch nichts gegen die Information, die ist auch in Ordnung, aber ich habe was gegen ihr Musikprogramm. Und das Musikprogramm ist ja nun fast schon Kleinamerika. Also 60% ist amerikanisches Lieder und die anderen 40% ist dann deutsche und da sind es immer Wiederholungen. Entweder hört man bloß die Österreicher Liedermacher oder man hört die Münchner Freiheit mit ihren Frosch im Holz und Schwammerl in die Knie oder was. Also es ist kein Ding. So, die hat sich endlich mal Luft gemacht. Das waren übrigens nicht die Münchner Freiheit, sondern Spider-Murphy-Gang. Ja. Frosch im Holz, Schwammerl in die Knie. Kennst du noch? Ja. Die Nummer? Da merkt man, die ist ordentlich sauer. Ja? Wenn ihr es nicht passt, warum kauft sie sich keinen MP3-Player und lädt sich ihre Lieblingssongs aus dem Internet runter? Oder? Ja. Das wäre doch mal ein Vorschlag, ja, oder? Ja, da braucht man sich ja nicht zu beschweren. Ist so. Außerdem finde ich die lila Perücke geil. Hast du gesehen, die anhat? Ich habe sie gesehen.
Ja, und die lila Perückenfrau ist natürlich nicht alleine. Ein anderer Diskussionsteilnehmer hat noch einen sehr konstruktiven Vorschlag. Den sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Eine deutsche Melodie und dann kommen drei amerikanische. Da möchte ich den Bayerischen Rundfunk bitten, das so umzugestalten, dass man drei deutsche Stücke spielt und dann eine amerikanische. Na, das ist so ein guter Vorschlag, oder? Drei deutsche. Drei deutsche, ein amerikanisches. Auch mal ein Lied von Jan Fedder. Ja. Hier von seiner neuen Platte. Fedder geht's nicht. Jetzt kommt noch was. Der Bayerische Rundfunk hat leider nicht nur Probleme mit dem Radioprogramm, sondern auch wenn es um Klassik und um das Wetter geht, ja, ist man nicht ganz zufrieden in Bayern. Schauen Sie bitte diesen jungen Mann hier an. Aber ich muss ein Kompliment machen. Heute früh, als ich die Wetterbeobachtung um 6.58 Uhr hörte, war unmittelbar davor eine leichte Klassik, nämlich Ballettmusik von Tschaikowski. Aber das ist das erste Mal gewesen, dass ich in dieser Richtung vor diesen Wetterbeobachtungen sowas gehört habe. Ja. Öffentlich-rechtlich. Oder? Langsam habe ich, wenn ich den Typ da gesehen habe, habe ich nicht nur das Gefühl, dass man in Bayern das schlechteste Radioprogramm, sondern auch noch gleichzeitig die schlechtesten Perücken hat. Ja. Jetzt kommt aber das Beste. Der Mann, der sich jetzt einhaben noch, der beklagt sich noch. Ja. Und zwar hat der ein spezielles Problem mit dem Fernsehen und dort im Speziellen mit den Filmen. Das sollte sie sich auch mal anschauen. Ja? Ich möchte ein ganz anderes Problem ansprechen. Und zwar geht es um Fernsehsendungen, hauptsächlich Spielfilme. Es gibt ja in der Bundesrepublik sehr, sehr viele alte Menschen. Viele, viele sind gehörgeschädigt. Nicht nur alte, auch junge. Da sitzt man im Sessel abends und schaut Fernsehen. Der Dialog plätschert so schön dahin. Auf einmal kommt eine Musikwelle auf uns zu, dass sie, wenn sie dann einen Kopfhörer noch aufhaben, den aber schnell runterreißen. Weil dann wird es noch mehr geschädigt. Kann man das nicht ändern? Oder ist das alles auf den Film aufgespielt? Der Ton, die Musik, dieses plötzliche Einsetzen. Also mich stört's und es stört viele, viele tausend Menschen. Ja, so, das sind mal tolle Vorschläge, die da von den Zuhörern kommen. Und wir unterstützen die Senioren da. Genau, die Geschädigten. Und deswegen fordert TV Total erstens drei deutsche Lieder und ein amerikanisches. Mehr leichte Klassik vor der Wetterbeobachtung und kein plötzliches Einsetzen von Ton und Musik bei Filmen. So. Wir möchten, dass sich der Bayerische Rundfunk da mal zu äußert. Oder? Gibt es beim NDR nicht? Nee. Was hast denn du? Oh, jetzt habe ich noch mal hier. Ich muss noch mal deine Platte zur Hand nehmen. Was sind das für Titel? Was ist das für Musik, die du spielst? Das ist unser Hauptding, Schicksal, das ist Lou Reed. Wie Schicksal ist Lou Reed? Das ist Walk on the Wild Side. Ah, wie? Eine deutsche Version von Walk on the Wild Side? Ja, das hat er dir ja damals gewidmet. Mir? Ja. Take a Walk on the Eiszeit. Oh. Oh. Das wollte ich mit dir ja noch spielen. Lou Reed, ist das, ja. ist das der für Ralf Siegel beim Grand Prix angetreten ja, ist? Ja, das war... Lou Reed, war Lou, das nicht die? Lou Reed, ja. Ja. Ja, das hat er, und was ist noch drauf? Was ist das für Musik? Ist das Rock'n'Roll? Ja, es ist Rock'n'Roll. Ja. Hauptsächlich sind Liebeslieder, es sind Balladen drauf. Und ganz wichtig, zum Schluss haben wir eine Punk-Techno-Version von dem lachenden Vagabunden. Ah, okay. Das haut richtig in den Karton. Ja. Und das ist für alle was und die ist ziemlich geil und klasse. Selbstverständlich. Und Fedder geht's nicht. Ja, das kann ich nur bestätigen. Jan Fedder und Big Balls heißt sie. Fedder geht's nicht. Ja? Und weiter geht's auch im Großstadtrevier. Da bleibst du dabei, oder? Ja. Muss ich ja. Ja, dann kannst du irgendwann, wenn du 100 bist, zu Wetten das gehen und sagen, heute gehe ich ins Maxim. Ja. So. Dann bedanke ich mich, dass du zu uns gekommen bist. Viel Erfolg mit der Musik und viel Erfolg weiterhin mit dem Großstadtrevier. Jan Fedder, meine Damen und Herren.